Und damit begrüße ich euch zurück zum Radsportmanager YouTube-Abonnententeam, Team Eurosport, weiterhin im Baskenland am Start. An meiner Stimme hört man es, es ist noch früher Morgen am Sonntag, also wieder typische Radsportmanager-Time, wo ich normalerweise die Aufnahmen für die Woche mache. Jetzt habe ich schon zu lange getrödelt, bedeutet, die Fahrer haben hier ihre eigene Taktik sich zurechtgelegt. Michel hat heute minus 3, was aber nicht so schlimm ist. Wir schicken ihn trotzdem mal mit in die Ausreißergruppe, versuchen ihn dort zumindest zu platzieren. Mit der minus 3 wird er heute da nicht besonders weit kommen. Wir sehen das auch hier schon. Er kommt kaum aus dem Feld raus. Chris Froome für Astana hier am Start. Also, wir schauen uns gleich mal das Profil an. Es könnte heute etwas schwierig werden mit Adam Wood. Ich gebe ihn mal... Naja, vielleicht machen wir es doch besser ein bisschen anders. Carsten Grunewald hat heute die plus 2. Allerdings ist eigentlich der bessere Bergfahrer Joel Harry. Dann gebe ich ihm mal Grunewald für den Tag an die Seite. Henry Uhlig kümmert sich um Joel Harry und Harry ist dann vielleicht am Schlussanstieg unser wichtigster Mann. Müssen wir mal schauen, ob wir unseren dritten Platz verteidigen können. Vorne versuchen wir natürlich mit Meschede weiterhin Bergpunkte zu holen. Die Bergwertung haben wir eigentlich schon im Sack, muss man sagen. Mal schauen, das Hauptfeld fährt sowieso hinterher. Wir machen jetzt quasi gerade Nachführarbeit für das Feld. Vielleicht ist es dann heute auch mal ganz gut, wenn wir nicht in die Ausreißergruppe gehen. Mal schauen, wer hier dabei ist. Davide Formolo, alter Schwede. Wohl noch eher im Formaufbau. Dann Ray-Ban ist dabei und Garcia natürlich wieder, der allerdings lustigerweise keine Bergpunkte hat. Okay, obwohl er so häufig vorne in der Ausreißergruppe war. Also, das Bergtrikot ist relativ fix. Izagirre hat 20 Punkte, ist auf Platz 5 in der Bergwertung hier vorne mit dabei. Am Berg der zweiten Kategorie gibt es 6 Punkte, sind 6, 12, 18, 24, 30, so circa... 40 Punkte, die er holen könnte, das reicht nicht. Also die Bergwertung haben wir auf jeden Fall im Sack. Da brauchen wir uns, denke ich mal, nicht mehr drum zu kümmern. Ausreißergruppe haben wir heute verpasst, da Michel, der eben auch die minus 3 hat. Dann haben wir auf jeden Fall auch noch einen Helfer mehr an unserer Seite. Bergwert nur die 72 bei Adam Wood, heute die 73. Aber wenn wir uns den Schlussanstieg anschauen, der ist schon relativ lang. Es gibt vorher einige richtig steile Rampen. Bin sehr gespannt, wie wir das mit Adam Wood eben auch mit der Tagesform 0 dann tatsächlich schaffen. Darf auch nicht vergessen, es kommt danach noch ein Zeitfahren. Also den dritten Platz zu verteidigen, das ist keine ganz einfache Aufgabe. Wie man sieht, die Abstände sind relativ gering. Hier ist 1,29 nach hinten zu einigen Fahrern. Das würden wir im Zeitfahren wahrscheinlich ohnehin verlieren, wobei es da auch ein bisschen auf den Hügelwert ankommt. Also ich bin mal gespannt. Vielleicht schafft es aber auch noch ein anderer Fahrer etwas weiter nach vorne. Na, Henry Uhlig ist auch nicht der perfekte Zeitfahrer. Marian Mesche da auch nicht. Das kann relativ schwer werden. Henry Uhlig ist allerdings jetzt gerade hier ganz hinten am Feld mit Joel Harry. Das soll definitiv so nicht sein. So, es regnet auf jeden Fall. Das ist Adam Wood-Wetter, das kennt er aus Irland. Mal ganz kurz schauen. Ich glaube, nur die ersten vier Fahrer bekommen Bergpunkte. Und da sind sie auch gerade schon. Sind direkt an uns vorbeigefahren. Muss mich mal kurz am Fuß kratzen, irgendwie tut mir hinten an der Ferse was weh. Alto de Calvario, nicht Calabrio, sondern Calvario, kann man sich gerne mal verlesen. Also, diesmal hat keiner gekriegt, man hat keiner gekriegt, aber ich weiß nicht, wird bestimmt noch einer kriegen, so richtig fett, weißt du. Das wollen wir jetzt ja einführen, dass immer wenn wir eine Bergwertung gewinnen oder generell was gewinnen, dann drehen wir uns um und sagen, der hat gekriegt, man. So. Jo, ich denke mal, wir können hier mal etwas schneller durchgehen. Wir wollen natürlich auch Paris-Roubaix noch in diese Folge mit reinbringen. Das Zeitfahren machen wir dann auch relativ schnell durch. Das ist auch recht kurz und dann haben wir wieder so eine Folgenlänge von 45 bis 50 Minuten, je nachdem wie Paris-Roubaix läuft. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Da haben wir ja endlich auch mal ordentlich viele Kopfsteinpflasterstücke. Eigentlich ja, ja das Kopfsteinpflasterrennen schlechthin. Dann haben wir noch natürlich die drei Ardennen-Klassiker, die noch kommen vom Giro d'Italia. Dann kommt dann auch noch rund um den Finanzplatz Eschborn. Die Tour de Romandie natürlich, wo wir unser Giro d'Italia Team schon an den Start schicken. Wir haben auch die Tour of Croatia noch am Start, wo wir aber natürlich dann eher schauen werden, dass wir das simulieren. Das Rennen brauchen wir definitiv nicht. Aber da werden wir dann auf jeden Fall auch Diego Pellegrini und so weiter mal zum Warmrollen auf die Tour de Romandie an den Start schicken. Ich denke mal, bei den Frühjahrsklassikern können wir die Jungs größtenteils rauslassen. So, Marian Meschede ist heute mal Wasserträger, die ganze Zeit in Ausreißergruppen dabei gewesen. Ich habe auch mal geschaut. 16 unserer Fahrer haben dieses Jahr schon einen Sieg gefeiert. Ich weiß jetzt nicht, ob da auch Trikots als Siege mit rein gerechnet werden in der Wertung, aber trotzdem finde ich das eigentlich sehr, sehr cool. Kein Fahrer hat mehr als 2 Siege.
Das spricht zum einen dafür, dass die Sprinter bislang noch nicht so top in Form sind. Zum anderen aber halt auch dafür, dass wir häufig ja auch mit Ausreißern dann gewonnen haben und die den Sprintern dann, zum Beispiel Carsten Grunewald hat ja gewonnen, obwohl Carsten Seifert den Sprint des Hauptfelds gewonnen hatte. Wo ich ja gesagt habe, oh, schade, dass Grunewald gewonnen hat. Er hat sich auch zu Recht beschwert. War natürlich nur ein Spaß. Aber der Sprint war einfach so schön angefahren mit Benny Fjord. Da wünscht man sich dann natürlich manchmal, dass das dann wirklich so ausgeht. So, Alto de Campanza. Noch 75 Kilometer. Die Etappe ist nicht so lang. Allerdings regnet es jetzt hier richtig Bindfäden schon, wie man sieht. Carsten Grunewald heute natürlich richtig gut. Die Ausdauer bei Carsten Grunewald ist bei weitem noch nicht gut genug. Gerade auch Richtung Rundfahrt, falls es da mal längere Etappen gibt. Adam Wood ist da natürlich tipptopp. Er wird, quasi ist das hier ja auch nur Vorbereitung von Adam Wood eben für die Ardennen-Klassiker, wo er da mit seinem Ausdauerwert glänzen kann. Das Problem ist halt wirklich die letzten Kilometer. Da sind einige vom Beschleunigungswert, zum Beispiel Benny Fjord ist besser in der Beschleunigung, dafür aber vom Ausdauerwert her schlechter. Muss man mal schauen, wie Adam Wood da auf den letzten Kilometern, beziehungsweise wirklich auf dem letzten Kilometer mithalten kann. So, Tempo ist immer noch nicht wirklich schneller geworden. Wir können eigentlich mal einen Blick nach vorne riskieren zu den vier Ausreißern, die sich gerade hier in der Abfahrt befinden. Ich hoffe mal, dass keiner stürzen wird. Meschede in der Bergwertung. Isagira hat jetzt 12 Punkte geholt bei den 5 Wertungen. Bedeutet, dass er noch nicht mal alle gewonnen hat. Von daher können wir das Ganze auch mal ein bisschen ignorieren. Ich bin sehr gespannt. Der Schlussanstieg, wenn man auch so die Favoriten sieht. Die Bergwertung wird hier eher mit reingenommen. Und wenn man sich das so anschaut, das sind schon 5, 6 Kilometer Anstieg. Das ist vielleicht ein bisschen zu lang für Adam Wood, der dafür auch ein bisschen zu schwer ist. Muss man mal schauen. Also das weiße Trikot sollten wir auf jeden Fall verteidigen können. In der Gesamtwertung Platz 3, glaube ich, werden wir nicht schaffen. Unser Sponsor möchte die Top 10 sehen. Und das sollte schon das Ziel sein. Leider ist Carsten Grunewald mit 4,58, unser bester Zeitfahrer, schon etwas weiter zurück. Henry Uhlig ist noch in Schlagdistanz, aber nicht wirklich ein guter Zeitfahrer, und Joel Harry hat auch schon 8 Minuten 10 Rückstand. Von daher müssen wir alles auf Adam Wood setzen. Wie gesagt, am letzten Anstieg werde ich dann Joel Harry an unsere Seite stellen. Er ist am Berg der beste Fahrer, und heute wird, wie gesagt, alles für Adam Wood, alles für Woody, der sich ja auch wieder verletzt hat, Muskelfaserriss, also Marco Reus. Spitzname ist ja Woody. Ich glaube wegen seiner Frisur, ich weiß es gar nicht genau. Woody heißt, glaube ich, auf Twitter auch Woodinho oder sowas. So, rechts abbiegen in den Tunnel rein. Nee, doch nicht. Der ist heute gesperrt. Und dann geht es hier einen relativ schmalen Weg nach oben. Jetzt wird natürlich gerade das Tempo erhöht. Oder wurde zumindest kurzfristig mal. So, ich mache es jetzt mal gerade ein bisschen langsamer. Nicht, dass wir hier abgehängt werden. Dann kann ich den Fahrer auch gleich wieder steuern. Okay, jetzt ist Tempo wieder ein bisschen raus. Kurzfristig mal höher gewesen, aber hier ist natürlich diese extrem steilen Rampen jetzt dabei. Man merkt es meiner Stimme an, es ist Sonntagmorgen. Es ist immer so. So, Meschede fährt da vorne noch sehr schön rum, allerdings fast ein bisschen zu weit vorne. Dann würde ich gerne eigentlich nochmal Wasser holen schicken. Das kann er dann jetzt hier auch vorm Gipfel machen. Wir sehen natürlich Alaphilippe. Hat sein Team um sich geschart. Etix Quickstep schon verdammt gut dabei. Bardet als Helfer, Philipp Gilbert, Dumoulin, Craddock. Das ist einfach kein Spaß. Wir haben dann hier so ein Gedöns wie Harry Grunewald dabei. Das kann ja nicht funktionieren. Nein, Quatsch. Um Gottes Willen. So, fahren wir wieder ein Stück nach vorne. Meschede bremst sich gerade einen weg, wahrscheinlich, um Wasser zu holen. Jetzt könnte er aber langsam mal den Arm heben. Jetzt muss er kämpfen, leider. Ja, okay, er holt Wasser. Schön in der Abfahrt, einhändig, ganz klar. Bei 200 Stundenkilometern hebe ich auch immer den Arm. So, jetzt ein bisschen regenerieren. Gleich geht's in einen, ja, relativ flachen Anstieg der zweiten Kategorie. Dann sollten wir auf jeden Fall Wasser haben. Ah, da kommt Meschede auch schon. Sehr guter Abfahrer anscheinend. Jo, 74er Wert. Heute zwar nur die 71. Witzig, dass die Tagesform auch bei der Abfahrt was wegnimmt. Das sollte ja eigentlich immer funktionieren. So, Astana hat sich jetzt hinten eingereiht mit Dominic Nerd. Ah, schon wieder der Puerto de San Miguel. Da vorne sehen wir die drei Ausreißer. Kann man die auch so? Ach, kann, geht sogar. So, einer ist rausgefallen. Garcia natürlich wieder, der aber trotzdem eine sehr starke Rundfahrt fährt.
So, Formolo, Isagire und Rey. Ich würde mal sagen, dass Isagire und Formolo, denke ich mal, die stärksten sein werden. Gerade Formolo hat Chancen, die Etappe zu gewinnen, wenn er in den Schlussanstieg reinkommt und noch Kraft hat. So, Woody kämpft wieder ein kleines bisschen. Wir holen Joel Harry schon mal ein Stück vor. Zu Adam Wood, der jetzt allerdings doch wieder relativ locker tritt. Wir sehen allerdings schon vom Körperbau her, dass Julia Alaphilippe ganz anders drauf ist als Emudi. Jetzt bin ich echt gespannt. Alaphilippe hat, glaube ich, auch einen Bergwert von 78. Ja, also da ist er uns auch deutlich überlegen. Wir werden heute Zeit verlieren. Deswegen werden wir natürlich auch keine Attacke selbst initiieren. Wir sehen schon, wir haben einiges jetzt vom gelben Balken auch schon verloren. Henry Ulig ist heute deutlich besser drauf. Zum Beispiel nur. Ein 79er Bergwert, ja. Tja, eigentlich ist Henry Ulig sogar am besten drauf von den Jungs. Ich switch schon mal um. Schauen, was Joel Harry dann gleich macht. Ich hole Joel Harry auch nochmal nach vorne. Oh, Woody muss auch weiter nach vorne, aber hallo. Wenn es jetzt hier gleich in den Anstieg reingeht. Nicht einklemmen lassen, Woody. Fahr links rüber. Auf jeden Fall vorne in den Berg reinfahren. Deswegen muss ich Ihnen jetzt ganz kurz mal eine kleine Speedspritze mitgeben. Tempo ist jetzt auch hoch. Wir fahren mal zu Alaphilippe ans Hinterrad. Nein, jetzt lass dich doch nicht schon wieder zurückfallen. Oh, ist das blöd. Bleib doch mal bei Alaphilippe am Hinterrad. Oder eben so. Bleib jetzt hier, Mensch. Okay, jetzt geht's ohnehin los. Da vorne geht's links in den Berg rein. Oder doch nicht. Eine Attacke von Benoit oder... Nee, kann eigentlich keine Attacke sein, oder? Doch, er attackiert. Sind 6 Kilometer bis zum Ziel. Bardet fährt hinterher. Wir haben Joel Harry bzw. Henry Ulig an der Seite. Wo ist er? Was machst du denn? Warum ist er so weit hinten? Warum Joel Harry auch? Er sollte ihn doch schon längst beschützen. Okay, jetzt gehen hier die Attacken. Ich verteile mal kollektiv Gel. Das war jetzt nicht so gut. Boah, die attackieren da vorne gerade, aber wir kommen nochmal hin. Jetzt müssen wir echt schauen. Alter Schwede, jetzt attackieren sie schon wieder. Es sind noch 4,3 Kilometer. Muss etwas runtergehen. So fährt er als einziger da drüben. Warum will er unbedingt links fahren? Okay, komm schon, Woody. Unsere Helfer waren heute einfach gar nichts. Oben wird es etwas flacher. Komm schon. Hau rein. Mit der Gruppe kommst du an. Dann verlieren wir auf jeden Fall ein bisschen Zeit, aber nicht ganz so viel. Hinten geht's bergab. Hau rein, komm, sprinte nochmal. Geht's ja eh bergab. Alter Schwede, jetzt bleiben wir gerade richtig stehen. Alaphilippe schon längst da, aber wir verlieren, alter Schwede. Na, wir verlieren rund eine Minute. Das war ungefähr so das, was ich einkalkuliert hatte. Aber unsere Helfer, was war denn da los? Da war ja gar keiner da. Henry Ulig hätte schon längst vor Adam Wood sein müssen. Das war mal überhaupt keine Hilfe. Na, da müssen wir unsere Helfer mal rügen. Das war gar nichts. Das war gar nichts.
Ja, der Mut, für ihn ist der Anstieg dann zu lang. Da fehlt es einfach am Bergwert. Deswegen bei den Favoriten nicht mal in den Top 10 gewesen. Im Endeffekt sind wir 16. geworden. Ich glaube, dass das leistungsgerecht war. Mal schauen. Formolo im Endeffekt dann noch geschlagen auf Platz 7. Sergio Luis Enyau gewinnt. Das ist ein bisschen überraschend. Alexander Rey war sogar der Stärkste aus der Ausreißergruppe mit Isagire zusammen. Also Davide Formolo wirklich noch nicht gut in Form. Das ist dann etwas überraschend. Da sehen wir nochmal den Sprint und ja, souverän. Souverän gewinnt er das Ding. Dann die beiden Ausreißer, aber mal schauen, was das für die Gesamtwertung bedeutet. Wir haben auf jeden Fall ordentlich was verloren an Platzierung. Da sehen wir es. Ja, mindestens 37 Sekunden, wahrscheinlich sogar eher noch mehr. Gesamtwertung. Adam Wood jetzt auf Platz 8 mit 1,48 Rückstand. Da sehen wir allerdings dann einige Fahrer noch vor uns, die ja, innerhalb von 4 Sekunden sind. Da wir im Zeitfahren nicht besonders stark sind, werden wir das nicht mehr aufholen können. Aber wie gesagt, Top 10 ist eine gute Platzierung für Adam Wood. Jetzt dieser kleine Berg zum Schluss. Das war relativ klar, dass hier die Rundfahrt entschieden wird. Kann man nichts machen. So, wie schaut es denn nach hinten aus? Also Bauke Mollema ist so circa 40 Sekunden weg. Dann Wout Poels und dann wird es schon schwieriger. Müssen wir mal schauen. Esteban Chaves ist jetzt auch nicht wirklich der perfekte Zeitfahrer. Bauke Mollema auch nicht. Ich denke mal, die Top 10 sind nach wie vor drin. Wir gehen mal ein bisschen schneller durch. Ein bisschen schade, dass gar kein Helfer mehr an seiner Seite war. Relativ schnell. Das hätte natürlich noch mal ein bisschen was gebracht. So, wir sehen hier 15,6 Kilometer. Geht erstmal bergauf, dann bergab. Ich würde sagen, das ist wieder so eine Strecke, wo man ein bisschen in Vorlage gehen kann. Also erst richtig Energie raushaut und dann hinten raus. Ja, vielleicht ein bisschen Zeit verliert, aber ich glaube, man gewinnt hier mehr, als man hier verliert. Müssen wir mal schauen. Wir haben leider nicht mehr so viele Fahrer dabei, wo wir testen können, aber bis Adam Wood sind auf jeden Fall einige am Start. Unsere Jungs generell gut platziert in der Gesamtwertung. Aber trotzdem, die letzte Etappe war jetzt ein bisschen enttäuschend. Wir sehen Kwiatkowski, Topfavorit, heute auf den Sieg. Dümoulin natürlich dabei. Also um den Tagessieg fahren wir definitiv nicht mit. Gehen mal schnell rein. Aber das war sehr ernüchternd gerade. Von der Teamleistung her. Weil eigentlich hätten die bis oben hin mit Adam Wood mithalten müssen. Das wäre eigentlich das Mindeste gewesen. Hätte vielleicht besser darauf achten müssen, dass Henry Ulig vorne ist. Aber ich hatte ihn ja als Teamhelfer eingestellt. Naja, gut. Ist egal, wir können es nicht mehr ändern. Die Baskenland-Rundfahrt ist jetzt auch nicht unsere allerhöchste Priorität. Ich finde, wir haben hier eine sehr gute Leistung gebracht mit Adam Wood. An den hügeligen Anstiegen haben wir mit Julien Alaphilippe zum Teil mit Kwiatkowski mitgehalten. Wir waren eigentlich der drittbeste, ja, Pascheur, kann man sagen. Und jetzt am Berg hat es halt nicht sollen sein. Kann man nichts machen. Muss mal Google zu. Kann man machen nix. Teamtexturen werden geladen. Ich bin vollkommen surprised. So 152 Fahrer. Bedeutet, wir müssen jetzt erstmal 120 Fahrer warten, bis überhaupt mal unser Junge hier von der Rampe geht. Rigoberto Uran, der ja auch eine Etappe aus der Ausreißergruppe gewonnen hat. Generell ist diese Rundfahrt extrem gut besetzt. Dafür eine Top-10-Platzierung. Da können wir durchaus stolz drauf sein. So, machen wir gleich weiter, weil wie gesagt, Paris-Roubaix kommt auch noch in dieser Folge. War das gerade Bernhard Eisel? Der fährt immer noch. Tatsache. Wie alt ist Bernhard Eisel? Das werden wir auf jeden Fall mal nachschauen. Auf jeden Fall ein sehr geiles, eine sehr geile Scheibe hinten im Rad. So, gerade mal die Strecke anschauen, ob wir das Profil kennen oder eher nicht. Das sagt mir jetzt tatsächlich gerade nichts, dieses Zeitfahrprofil. Das will was heißen. Aber die Strecke macht einen ziemlich kirre. So, hier gibt es nochmal diesen kleinen Gegenhang und dann geht es wieder in die Abfahrt. Bin ich mal gespannt. Momentan im Ziel vorne Ander Barrenechea Uriarte. Miguel Manuel Gras. Aha, natürlich. Ein Venezuelaner. Wenn es jetzt ein Kolumbianer gewesen wäre, hätte ich gedacht, na klar, der verkauft doch kein Gras, der verkauft gleich den harten Shit. So, Jack Bobridge, Luke Mockridge wieder im Ziel mit seiner beschissenen Sat.1-Sendung, wobei er ja, glaube ich, eigentlich ganz witzig ist. Ich höre das nur, dass er witzig sein soll. Gesehen habe ich es noch nie, weil ich diese Sendung im Fernsehen einfach auch nicht mehr mag. Das ist mir zu blöd. Wenn, dann schaue ich, bin ich ja ganz amerikanisiert und wenn, dann schaue ich mir halt lieber so amerikanische Late-Night-Shows an. Das ist mir dann früher gerne The Daily Show gesehen, mit dem neuen Moderator ist es auch noch gut. Aber dann schaut man natürlich immer auch mal Jimmy Kimmel und so weiter. Ich brauche jetzt nicht alle einzeln aufzählen. Girdlestone.
Toni Martin mit der Bestzeit. Damit konnte keiner rechnen. Ich habe gehört, der Mann kann einfach Zeit fahren. Earl Hickey auch wieder dabei. Auch einer in der Ausreißergruppe für Meschede mal gewesen. Oskar Freile. Ja, mei. Was? Frederik Zeuner mit der Bestzeit. Wer ist Frederik Zeuner und wer ist... Ach Gott, ich dachte jetzt, Toni Martin robbt das Ding. Aber vielleicht ist sein Hügelwert auch nicht gut genug. So, Luca Chirico. Backelands auch einer unserer Compadre. Da freue ich mich sehr auf den Giro d'Italia. Wenn wir dann eben quasi das Feld schon in- und auswendig kennen. So, Joel Harry heute mit der Plus 1. Guter Zeitfahrer, ordentlicher Hügelfahrer. Da schauen wir doch einfach mal, was so drin ist. Wenn wir etwas näher rangehen. Na, so ist auch ein bisschen blöd. So, Alexander Ray jetzt mit der Bestzeit. Alter Schwede. Der fährt bestimmt mit Sonnenbrille. Ja, es gibt danach noch eine lange Abfahrt. Also wir können ruhig ein bisschen Tempo reinballern. Wenn die Straße jetzt mal gerade wäre für einen Moment, wäre super. So, da sind noch ein paar deutsche Fans für Joel Harry an der Strecke, die einfach verpeilt haben, dass er Schweizer ist, aber macht gar nichts. Ist ja alles eins. Da wird er mir zustimmen. Darf man sowas eigentlich sagen? Nein, ich glaube nicht. So, wir dürfen nicht zu doll in Vorlage gehen. Grunewald natürlich einer der Mitfavoriten heute auf den Sieg. Wenn es nach mir ginge. Aber ich glaube, mit dem gelben Fitnesswert wird das nicht mehr so gut werden. So, Joel Harry fährt gleich auf zu Alejandro Valverde. Das kann man mal machen. Das ist ein ganz passabler Fahrer, vielleicht einigen bekannt. Es ist immer noch ein Stück bis zur Wertung. Ich glaube, wir gehen es deutlich zu schnell an. Das wird eine Fabelbestzeit bei der ersten Zwischenzeit. So, immer noch 1,8 Kilometer. Das ist schon nicht so ohne hier, der Anstieg. Jetzt Henry Ulig auch auf der Strecke. Da wähle ich mal ein bisschen niedrigeren Wert. Jetzt bin ich mal gespannt, was Joel Harry und so weiter hier machen. Vorne haben wir die erste Zwischenzeit. Da ist wahrscheinlich auch Innur Zakarin vorne, genau vor Steven Kruijswijk. Da ist auch nichts mehr zu sehen von Toni Martin. Alter Schwede, ich dachte, das wäre die Bestzeit für den Tag. Valverde auch nicht wirklich dabei. Joel Harry jetzt wahrscheinlich nicht mal mit der Bestzeit. Alter Vater. Also die Konkurrenz kommt jetzt langsam richtig gut in Form. So, jetzt gibt es allerdings die lange Abfahrt, wo wir hundertprozentig Zeit verlieren. Carsten Grunewald auf Platz 10 mit 15 Sekunden. Obwohl er eigentlich noch weniger Energie hat als Joel Harry. Der jetzt aber gleich wieder pari ist. Ganz lustig. Dann lasse ich Meschede mal mit der 66 durchfahren. So, Joel Harry ist wieder pari. Also ist das vollkommen in Ordnung, wenn wir relativ schnell angehen. Jetzt kann er sogar ein bisschen Energie reinballern. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass so viel Energie zurückkommt. Aber das ist halt immer, man muss die Strecke ja quasi erstmal erkunden. Contador jetzt mit der Bestzeit. Gleich geht Adam Wood auf die Strecke. Ja, da haben wir zu wenig Energie rausgehauen mit Joel Harry. Da hätten wir sogar noch schneller losfahren können. Ich glaube, Meschede, das ist okay. Joel Harry kommt rein mit Bestzeit. Ach krass. Und wir haben noch so viel Kraft übrig gehabt. Okay, wir können hier mit Adam Wood was holen, würde ich sagen. Und Carsten Grunewald, alter Schwede, da haben wir jetzt viel zu viel Energie noch übrig. Hätte ich in der Abfahrt auch nochmal schneller gehen müssen. Fuck. Ja, 22 Sekunden. Egal, auf jeden Fall kennen wir dieses Zeitfahren dann jetzt auch. Deswegen gehe ich jetzt hier mal auf die 75 bei Meschede, der jetzt nicht der beste Zeitfahrer ist. Komm, weißt du was? Hau rein, Junge. So, Adam Wood kommt gleich. Tagesform schauen wir uns gleich an. Gut, zu viel sollten wir jetzt hier auch nicht reinbuttern. So, Adam Wood, Tagesform plus 2. Sehr, sehr gut. Richtig gut. Fitness natürlich auch noch tipptopp. Ah,
Dann lassen wir ihn mal mit der 68 losfahren. So, Meschede kommt jetzt hier ums Eck. Das sollte eigentlich gut werden. Joel Harry immer noch mit der Bestzeit vor Alberto Contador. Jetzt kommt Meschede rein mit 33 Sekunden. Reuli kann nochmal einen Schlusssprint machen und dann schauen wir uns gleich Adam Wood an in Ruhe. Ja, bleibt einfach mal auf der Straße stehen, Leute, ganz klar, kein Thema. So, Henry Ulick, das wird, denke ich mal, keine Bestzeit werden, aber eine gute Zeit. Ja, Zweiter mit 34 Sekunden Rückstand. Verdammt, es wäre sogar eine Bestzeit gewesen. Wir hätten hier so viel rausholen können, wenn ich von vornherein gewusst hätte, wie man fährt. Dafür können wir das jetzt aber mit Adam Wood ganz gut steuern. Der natürlich auch einen Mordsausdauerwert hat. So, wer fährt denn vor uns? Roman Kreuziger, ein sehr guter Zeitfahrer. Und hinter uns Lawson Craddock, auch kein ganz schlechter. Und er hat sich auch schon ordentlich verbessert hier im Spiel. Und fährt jetzt auch schon relativ dicht an uns ran. Aber da hätten wir ja echt das Zeitfahren mit Joel Harry vielleicht sogar gewinnen können, wenn ich es richtig eingestellt hätte. Oh, Entschuldigung, ich habe gerade gegen das Mikrofon gehauen. So, Adam. Wie timen wir das? Boah, alter Schwede. Ist er gerade im 90-Grad-Winkel nach oben gefahren. Da kommen wir jetzt gleich zur Zwischenzeit. Na, Adam Wood, da merkt man, dass er nicht der beste Zeitfahrer ist. Roman Kreuziger kommt vorbei. 24. mit 52 Sekunden. Wir brauchen leider etwas lange. Alter Schwede, wir haben schon viel zu viel Energie verballert. Egal, ich bleib mal auf der 65. 28. mit 55 Sekunden. Das hätte ich mir jetzt besser vorgestellt. Ganz ehrlich. Da können wir auch keinen Endspurt oder sonst irgendwas machen. Adam Wood ist heute einfach im Zeitfahren, ist er einfach nicht gut genug. Da sehen wir Joel Harry 7., Henry Ulick 6., das sind natürlich Zeiten, die extrem gut sind eigentlich. Lawson Craddock bei der ersten Zwischenzeit 10. mit 31 Sekunden, auch nicht ganz schlecht. Ja, wir verlieren aber, denke ich mal, nicht so viel Zeit. Können hier, glaube ich, nochmal ein kleines bisschen schneller fahren. Hinten raus haben wir ja meistens sowieso noch ein bisschen was gut gemacht. Komm, jetzt fahr über die Kuppe drüber, mein Freund. Dann geht's in die Abfahrt. Der Puls geht relativ schnell runter. Dann sollte das mit dem 70er-Wert eigentlich funktionieren. So, jetzt noch ums Eck, Adam. Und dann ins Ziel brausen und dann schauen wir mal, wie viel Rückstand wir im Endeffekt haben. Jetzt ist er leider platt, aber im Ziel sind es dann 1,22 Rückstand. Da hätte ich mir ein bisschen mehr versprochen. Lawson Craddock, 8. mit 38 Sekunden. Hier kommt Tim Wellens. Auch kein besonders guter Zeitfahrer, aber hier im hügeligen Terrain stark dabei. Schade. Also Adam Wood, ich weiß es nicht, woran es wirklich lag. In Yao, 9. mit 35 Sekunden. Daniel Martin kommt. Es geht natürlich hier auch noch um den Rundfahrsieg. Rundfahrtsieg, besser gesagt. So, Daniel Martin, 32. mit 1 Minute 5. Alexei Villamos, der spielt keine Rolle. Kwiatkowski, ach krass. 39. mit 58 Sekunden Rückstand. Was hat der denn gemacht? 1 Minute 3 hinten raus, wenig verloren. Hat er sich ein bisschen verpokert. Und Julia Alaphilippe wird auch nicht so stark sein. 36 Sekunden, er gewinnt die Rundfahrt. Aber da hätte ich eigentlich gedacht, dass Kwiatkowski vielleicht sogar nochmal angreifen kann. So, jetzt schauen wir mal, ob es für die Top 10 auch gereicht hat für Adam Wood. Jawohl, 9. 9. Platz für Adam Wood. Da können wir richtig gut mit leben. Für die Vorbereitung eben auf die Klassiker war das zu sehen. Wir haben gesehen, dass wir an den kurzen Anstiegen mithalten können. Von daher bin ich da sehr zufrieden mit. Wir gehen mal etwas schneller durch. Weißes Trikot haben wir natürlich auch gewonnen. Teamwertung auf Platz 5. Dafür, dass unser Team am Endeffekt nur noch aus 5 Fahrern bestanden hat. Muss man ja auch mal sehen. So, Henry Ulick, extrem gute Leistung. Wie gesagt, wenn ich es etwas besser getimt hätte, dann wäre da wahrscheinlich sogar noch mehr drin gewesen. Joel Harry auf Platz 12 bedeutet für die Gesamtwertung Wood auf 9. Ulick 24, Meschede 27, Harry 34, Grunewald 35. Das ist in Ordnung. Wie gesagt, die eine Etappe, das hat mir nicht so gut gefallen, weil wir da ein bisschen abgehängt wurden. Aber kann man nichts machen. So, Michel Stückrad leider nicht in Bestform.
12.560. Wir werfen nochmal einen Blick auf die Wertungen. Wir sehen in der Pro Tour, dass wir natürlich immer weiter zurückfallen. Das war aber, denke ich mal, klar. Unser Vorteil ist, dass wir so gut breit aufgestellt sind. Und das liegt nicht nur daran, dass Adam Wood wahrscheinlich für den Stoff sorgt, sondern dass wir eben verdammt viele gute Fahrer haben. Wir können immer auf andere Fahrer setzen. Das sieht man hier, so viel Grün in den Top 50, beziehungsweise auch danach noch. Wie gesagt, unsere Sprinter werden noch in Topform kommen. Ich hoffe auch, dass wir bei einer großen Rundfahrt dann wirklich mal den großen Coup landen und eine Etappe gewinnen. Das wäre echt cool mit einem Sprinter. So, das wird natürlich nichts mit Michel Stückrad. Wir nehmen unsere Fitnessjungs mit. Das hoch. Okay, Michael Jünger ist top drauf. Aber unsere anderen drei nur so gerade noch. Dann schauen wir mal an der Ebene. Max Meyer kann man immer gut als Helfer mitnehmen. Adam Wood wäre natürlich auch ein guter Helfer, würde ich trotzdem mal rauslassen. Und die nächsten drei, die in der Ebene am stärksten werden, sind leider momentan krank bzw. verletzt. Das ist ja echt toll. Da kann man echt ganz stolz drauf sein. Nehmen wir Christian Reuter noch mit. Es müssen 8 Fahrer an den Start. Risto Kinnun wäre natürlich auch immer ein Kandidat. Adam Wood möchte ich jetzt nicht riskieren, dass er sich irgendwie den Ellbogen bricht oder sowas. Das wäre eher bitter. Gerade bei Paris-Roubaix muss das jetzt nicht sein, dass er dabei ist. Henry Ulig ist in Topform. Nehmen wir nochmal als Helfer mit. Natürlich auch die Gefahr, dass er hinfällt und sich was bricht, aber er ist momentan top in Form. Dann würde ich nämlich doch noch unsere top in Form befindlichen Fahrer mitnehmen. Meschede natürlich auch ein Fahrer, der hier hoffnungslos verloren ist, der uns aber vielleicht am Anfang des Rennens noch ein bisschen beschützen kann. Ausreißergruppe macht, denke ich mal, gar keinen Sinn. So, wie schaut es denn bei den Favoriten aus? Oskar Neuber ist auf Platz 8, ansonsten ist keiner dabei. Ich hätte jetzt ja persönlich auf Michael Jünger gesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er momentan auch von der Fitness her am besten ist. Robert Hoffmann mit der Plus 1, Neuber mit der Plus 1. So, jetzt bin ich sehr gespannt und auch natürlich wieder ein bisschen aufgeregt. Wir machen es einfach, komm, wir gehen einfach rein. Ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht noch 35.000 Statistiken anschauen. Ich denke mal, dass das Team so ordentlich ausgewählt ist. Wir brauchen für die Ebene was. Für den Hügel hätten wir Adam Wood mitnehmen können, aber so wirklich Hügel gibt es hier ja gar nicht, Paris-Roubaix. Komm, wir hauen es einfach rein. Jetzt hat sich die Favoritenlage auch ein wenig verändert und Michael Jünger ist auf Platz 3, wahrscheinlich weil er vorher nicht ausgewählt war. Also, Kapitän ist, denke ich mal, Michael Jünger, allein vom Fitnesswert her. Die Tagesform entscheidet natürlich den Rest, das wissen wir. Aber Michael Jünger ist ja auch schon mal in die, ja nicht in die Top 10, doch ich glaube, er wäre sogar Fünfter geworden. Weiß gar nicht mehr, bei welchem Rennen das war. Nicht die Flandern-Rundfahrt, da haben wir es ja ein bisschen vergeben, aber egal. Auf jeden Fall Top-10-Ergebnis haben wir schon geschafft. Ich glaube, wir sollen jetzt in die Top 3 fahren. Und das wird bei Paris-Roubaix extrem schwierig werden. Also unser Sponsor möchte, dass wir in die Top 3 fahren. Ich hätte mir vielleicht vorher noch mal einen Kaffee einschenken können. Wir sind auf Platz 3 bei den Favoriten, was aber nicht immer so viel heißen mag. Weil, wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad stand ja auch in den Kommentaren. Man muss immer so ein, zwei Punkte bei der Konkurrenz draufrechnen oder bei sich selbst abziehen. Der macht das Ganze natürlich noch ein bisschen schwieriger und das ist natürlich auch schön so. Bei dem Rennen wäre es jetzt besser, wenn wir es quasi auf Niveau fahren könnten. Je suis gespannt. Very much. So, Stefan Bayer, wir haben ja lustigerweise haben unsere zwei Fahrer, die wir jetzt noch quasi neu nominiert haben, Oskar Neuber aus den Top 10 rausgedrückt. Jetzt eine Tagesform von plus 3, plus 4 für Jünger und wir haben echt Chancen. Dann haben wir echt Chancen, das Ding zu gewinnen. Van Poppel am Start. So, ansonsten sehe ich hier jetzt gar nicht so die Topfahrer da. Degenkolb, Cancellara, Van Avermaet, De Büskere, Zdeněk Stuba. Da haben wir dann doch ein paar ganz gute dabei. Sepp van Marke natürlich, Lars Bohm, alter Haudegen, Alexander Christoph, der gerade im Schlusssprint immer stark ist. Und Jünger hat die 0. Robert Hoffmann die 3, plus 3. Alter Schwede. Plus 3 für Robert Hoffmann. Also wäre die Kapitänsfrage mehr oder weniger geklärt. Gibt dann verschiedene Kapitäne. Bayer. So, wir haben ja ein paar Fahrer dabei, die wir ohnehin nicht brauchen. Das meine ich, wie gesagt, nicht despektierlich, aber die benutzen wir jetzt mal am Anfang. Max Meyer für Jünger. Ich beschütze jetzt wieder relativ viele Fahrer, weil die anderen Jungs sonst gar keinen Sinn machen würden. Ich beschütze jetzt mal unsere 4 Kopfsteinpflasterfahrer.
Wie gesagt, da kann man jetzt drüber denken, wie man will, aber die anderen Fahrer haben sonst keinen Sinn. Wenn die unseren Jungs da ein bisschen Kraft sparen, dann ist das schon mal eine große Hilfe. Es regnet natürlich, Paris-Roubaix regnet es immer. Ich glaube, das allererste Mal, dass ich Paris-Roubaix überhaupt steuere. Deswegen, ich habe überhaupt keine Erfahrungen damit. Also hier im 16er Radsportmanager. Auch ansonsten spiele ich ja relativ selten die Kopfsteinpflaster-Etappen. Das können wir aber eigentlich dieses Jahr vielleicht mal machen. Wenn dann die Saison losgeht, die Klassiker beginnen. Dass wir dann vielleicht einfach mal mit der 17er Datenbank eine Startliste machen und dann mal schauen. Das können wir wirklich machen, dass wir so einzelne Rennen vielleicht mal nachspielen. Und dann ist das Profil ja eh immer gleich. Das ist nicht so, dass man da das aktuelle Jahresprofil spielen müsste. So, wir machen das mal so auf zweifacher, vierfacher Geschwindigkeit. Am Anfang kann man jetzt, denke ich mal, die vierfache noch reinhauen. Favoriten muss ich, denke ich mal, keinem vorstellen. Das sind die, die immer vorne mit dabei sind. Hier Team Katjuscha, die ja eigentlich inzwischen mit Alpecin quasi fusioniert haben. Mit Alexander Christoph. Der Puls ist jetzt sehr, sehr niedrig. 17 Fahrer in der Ausreißergruppe. Alter Schwede. Aber ich glaube, keiner unserer Kopfsteinpflaster-Jungs hätte damit reingedurft. So, Barbie ist dabei. Lopez Parada. Ist da überhaupt irgendein Kopfsteinpflaster-Fahrer dabei? Boah, ihr werdet so leiden, Leute. Ihr werdet so leiden. Das ist keine gute Idee, hier in die Ausreißergruppe zu gehen. Und wenn wir uns das Profil mal anschauen, nur mal so, hinten raus ist, sagen wir mal, ein Drittel der Strecke ist Kopfsteinpflaster. Und da heißt es dann wirklich in einfacher Geschwindigkeit ganz langsam sich die Situation anschauen. Mit unseren Fahrern, je nachdem, wer dann wirklich dabei ist. Robert Hoffmann sieht heute am stärksten aus. Ausdauerwert heute die 81. Jünger hat ohnehin die 81. Oder, also ohnehin die 80 und heute die 81. Oskar Neuber dort die 78, Stefan Bayer ebenfalls die 78. Da ist Robert Hoffmann sogar der schwächste unserer Fahrer eigentlich, von der Ausdauer her. Da muss also noch ein bisschen was kommen, aber die Tagesform sollte ihm heute helfen. So, hier wird nicht so wirklich schnell gefahren. 10 Minuten der Vorsprung für die Ausreißer. Wir machen natürlich keine Führungsarbeit. Wir sind nicht der absolute Top-Favorit. Und Führungsarbeit machen wir sowieso relativ selten. Das ist jetzt hier in der World Tour, da denke ich dann auch, dass wir das Newcomer, das so ein bisschen das Underdog-Team sind. Deswegen halte ich mich da auch immer vornehmlich zurück. Da hat gerade ein Fahrer seinen Kopf vorne rausgesteckt. Bonnier war das. Oder Boni. Der kriegt immer ganz viel Boni. So, dann holen wir mal einen unserer... Wirklich, wir haben vier Wasserträger dabei und quasi vier Co-Kapitäne. Das ist, glaube ich, hier jetzt auch eine ganz gute Taktik. Und wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn Leute sagen, warum beschützt du dann vier Fahrer? Aber die Fahrer, die wir jetzt beschützen, beziehungsweise zwei von denen, die jetzt beschützt werden, das werden wahrscheinlich Stefan Bayer sein und Oskar Neuber werden später dann für Michael Jünger und für Robert Hoffmann fahren. Also das ist dann immer so die Taktik. Ist, denke ich mal, jetzt kein Hexenwerk, da drauf zu kommen. So, Peter Sagan, natürlich der slowakische Meister, keine Überraschung, allerdings nicht Weltmeister. Das ist ja Marcel Kittel, den haben wir zum Weltmeister gemacht. Und ich hoffe mal, dass wir auch relativ schnell durch die Saison mehr oder weniger durchkommen. Ich weiß es nicht, ob ich dann jetzt... Ich habe sowieso momentan nicht so richtig viele andere Spiele auf dem Plan, weil ich auch gar nicht so dazu komme. Und muss gestehen, ich habe momentan auch gar nicht so viel Lust, andere Spiele zu spielen. Deswegen kann sein, dass dann vielleicht jetzt erstmal nur der Radsportmanager kommt auf dem Kanal. Das sind die meisten Leute, interessieren sich eh dafür. Aber ich würde natürlich ganz gern auch ein bisschen Abwechslung auf dem Kanal haben. So, gleich kommen die ersten Kopfsteinpflasterstücke. Die schauen wir uns natürlich mal an. Wir fahren gerade durch Dreistadt, durch Droitville. Die Kühe sind auf jeden Fall begeistert und grasen. Hat keiner reingeholt, obwohl es regnet. Die erkälten sich noch, die Kühe. So, die Ausreißer sind schon im Kopfsteinpflaster. Da schauen wir es uns gerade mal an. Hier natürlich relativ lange Passagen, 2,1 Kilometer lang. Da freue ich mich jetzt gerade richtig drauf. Das wird saucool. Nimikin, Posnyakov. Was? Wiesli Akwiewi? Das klingt eher russisch, nicht französisch. So, jetzt geht hier natürlich die Luzi. Sieht man gleich wieder Positionsverschiebungen im Feld. Die Kopfsteinpflasterfahrer werfen den Motor an.
Da sieht man eben auch, wie andere Fahrer, naja gut, der Puls geht jetzt gar nicht wirklich hoch. Aber was wir gelernt haben aus der Flandern-Rundfahrt ist, relativ weit vorne reinfahren. Weil die Straßen sind schmal, um dort wieder nach vorne zu kommen, musst du nur einmal eingeklemmt sein, schon hast du eine Minute verloren. Kostet Kraft, macht keinen Sinn. Deswegen schauen wir da, dass wir unser Team auf jeden Fall die ganze Zeit vorne halten, unsere wichtigsten Fahrer, solange Ulig und so weiter eben auch noch können, bleiben sie bei den Kapitänen dabei. Ja, nächstes Kopfsteinpflasterstück. Oh, da hat gerade einer ein Loch im Zahn. Die Quino Du Quinoa, alter Schwede. Da sieht man, das Feld ruckelt sich durch. Das Tempo ist aber immer noch so gemächlich, dass selbst Henrik Ulig hier mitkommt, der natürlich auch eine gute Tagesform hat. Christian Reuter, Kopfsteinpflaster 63, aber der Puls geht nicht mal auf 140. Das läuft bislang. Noch 150 Kilometer. So viel haben wir also noch nicht hinter uns gebracht. Nächstes Kopfsteinpflasterstück. Da hat Christian Reuter jetzt mal ganz kurz Probleme gehabt. Scheiße. Vor allem alle fahren einfach drüber. Steh auf. Okay, er fährt auf jeden Fall noch. Das ist jetzt erstmal glimpflich noch verlaufen. Christian Reuter versucht sich da jetzt gleich zurückfallen zu lassen. Alter Schwede. Das kann natürlich dauernd passieren. Das kann auch Robert Hoffmann passieren, egal wo du fährst. Christian Reuter wird hier mehr oder weniger gerade nach vorne geschoben. So, was macht Henry Ulig? Er wartet natürlich auf Oskar Neuber, der jetzt wieder versucht, nach vorne zu fahren. Das kostet natürlich Kraft und so ein Sturz ist selten gut. Und jetzt geht dir natürlich direkt das nächste Kopfsteinpflasterstück. Und das meine ich, wenn du einmal hinten bist, hast du quasi schon verloren. Deswegen ist es wichtig, dass wir vorne sind, keine Kraft verlieren, keine Lücken zufahren und sonst irgendwas. Problem war bei der Flandern-Rundfahrt auch das Wasser holen. Und jetzt ist hier das Tempo gerade richtig losgegangen. Deswegen sage ich unseren Kopfsteinpflaster-Jungs auf jeden Fall schon mal, sie sollen ihre Position halten, nicht, dass das dann irgendwann rot blinkt und sie ein bisschen zurückfallen. So, natürlich machen wir das Ganze jetzt sehr, sehr konzentriert. Ich weiß nicht, wie lange die Folge dann im Endeffekt geht, aber sie wird lang gehen. Die Folgen danach werden etwas kürzer werden. Kann sein, dass wir dann immer da nur ein Rennen machen. Also ich lese jetzt nicht mehr vor, was da oben rechts steht. Das kann ja kein Mensch aussprechen. Soulsoir, Aberchin, Mog, irgendwas. Dann mog ich nicht. So, ja, Kopfsteinpflasterpassagen haben wir hier en masse. Sind aber trotzdem noch 141 Fahrer dabei. Jetzt schauen wir mal, ob Oskar Neuber inzwischen jetzt. Da ist er. Sehr schön. He's back. Gut, Tempo ist immer noch recht gemächlich. Immer noch 132 Kilometer. Geht wahrscheinlich gleich ins nächste Kopfsteinpflasterstück. Da haben wir es. Da mache ich immer mal ein bisschen langsam. Oskar Neuber jetzt sogar in vorderster Position. 141 Fahrer. Tja, ist echt problematisch mit dem Wasser holen. Da braucht man, glaube ich, sogar richtig gute Helfer fürs Kopfsteinpflaster. Wir haben ja richtig gute auch dabei. Ich versuche es jetzt immer mit Max Meyer, der ja auch nicht ganz schlecht ist auf dem Kopfsteinpflaster. Hoffe, dass das Tempo jetzt nicht gerade erhöht wird in dem Moment. Bleiben natürlich vorne dabei und Max Meyer wird das schon machen. Ansonsten regnet es ja ohnehin, da sollen die Jungs einfach mal den Mund aufmachen. Quereneng a Famar. Aha, es klingt überhaupt nicht französisch. So, das sieht bislang sehr, sehr gut aus. Wir halten unsere Position. Jetzt werfen wir doch mal einen Blick zurück, was Max Meyer macht. Da kommt er schon, sehr schön. Er fährt auch links raus, ohne dass ich an was mache und bringt uns ein neues Wasser. Sehr gut. Also Max Meyer, ein absoluter Edelhelfer. Kann man generell nicht hoch genug anrechnen. Er hat auch direkt, als er sich für das Abonnententeam beworben hat, mehr oder weniger geschrieben, dass er auch gerne als Helfer fungieren wird. Wir werden natürlich versuchen, ihn gerade bei Tour de France und anderen Rundfahrten in Ausreißergruppen zu bringen. Mit dem Werten der Ebene ist er extrem gut. So, Capellan oder Capellan ist zurückgefallen. Ja, die Gruppe wird jetzt kleiner, 130 Fahrer. Und es kann bald sein, dass hier auch mal eine Lücke reißt, wenn vorne das Tempo schnell gemacht wird.
Und dann hat man schnell nur noch 30, 40 Fahrer vorne dabei. Unsere Helferlein sind immer noch richtig gut dabei. Und bislang ist auch nur Oskar Neuber gestürzt. Wir hatten sonst noch keinen Defekt. Da gab es jetzt, glaube ich, gerade hinten leider einen Sturz. Deswegen sind nur noch 64 Fahrer dabei. Ja, Capellan hat jetzt auch aufgegeben. Da scheint irgendwo eine Lücke gerissen zu sein. So, immer noch 110 Kilometer. Die Ausreißer haben ein bisschen ihres Vorsprungs eingebüßt. Aber 17 Fahrer sind natürlich nicht ganz so ohne. Das Problem ist allerdings, dass die hier komplett einbrechen werden. Aber so 100%. So, jetzt mal eine längere Phase ohne Kopfsteinpflasterstück. Hat man auch mal schön breite Straßen. Da kann man quasi seine Position, falls man sie verloren hatte, wiedergewinnen. So, jetzt geht's gleich ins nächste Kopfsteinpflasterstück. Wir sind weiterhin gut vorne mit dabei. Da hat gerade wieder einer eine Panne gehabt, glaube ich. Obwohl wir hier gar nicht in der Panne sind. Vorne weiterhin Track-Sieger Fredo. Cancellara schon an zweiter Position. Matti Prechel noch dabei. Cameron Meyer ist platt. Also ein Katjuscha-Helfer, der jetzt schon nicht mehr kann. John Degenkolb natürlich. Oskar Neuber fährt weiterhin sehr, sehr weit vorne. Aber vom Pulswert macht das gar keinen großen Unterschied. Generell fahren da einige Top-Favoriten sehr weit vorne. Machen wir auch mal. Ich will da, wie gesagt, jetzt nicht wieder sinnlos Kräfte sparen, die wir dann im Endeffekt wieder aufwenden müssen, um ranzufahren. Ah, ich hasse diese Veränderungen immer im Feld, diese Positionswechsel. Das mag ich gar nicht. So, da geht's aufs nächste Kopfsteinpflaster. Sehr schön. Das sieht echt cool aus. Mit der Absperrung. Ich meine, wie gesagt, hier werden jetzt keine entscheidenden Positionveränderungen kommen. Fahren wir ein bisschen. Oh, da gab es einen Sturz. Van Acker ist in den Acker rein. Was macht Neuber da? Der hängt da hinter einem fest. Jetzt muss ich die immer selber hier hinterher steuern, oder was? Meschede ist gestürzt. Neuber fährt genau rein. Das ist doch nicht zu fassen. Oskar Neuber zum zweiten Mal gestürzt. Und da vorne ist jetzt die Gruppe weg. Das ist doch nicht zu fassen. Wegen diesem blöden Sturz. Wegen diesem beschissenen Sturz. Robert Hoffmann ist vorne noch dabei. Kann hier nochmal eine große Gruppe ran. Ja. Wir haben hier Max Meyer. Der hier ein bisschen Führungsarbeit machen kann. Dann fährt er die Gruppe wenigstens wieder ran. Dann haben wir Jünger, der sich dann hier einfach nur dran klemmt. Dafür haben wir die Helfer ja dabei. Jetzt müssen wir schauen, Oskar Neuber. Hoffentlich fährt er noch. Sieht nicht so gut aus. Nein, Oskar Neuber ist raus. John Degenkolb ist raus. Oskar Neuber hat sich was gebrochen. Scheiße. Der nächste unserer Fahrer, der verletzt ist. Das ist aber auch ein Schwund hier. Das ist unglaublich. So, hier kommt Max Meyer ums Eck. Stefan Bayer gebe ich jetzt mal für Hoffmann, damit der sich ein bisschen ausruhen kann, vielleicht. Degenkolb auch verletzt raus, haben wir gesehen. Das bringt uns jetzt aber auch nicht wirklich in Glückswallung. Max Meyer versucht weiterhin, diese Gruppe hier ranzubringen. Und dahinter, ja, sehen alle jetzt schon ein bisschen gezeichnet aus. Roger Kluge hier dabei. Wo sind unsere nächsten Fahrer? Henry Uhlig natürlich hier dabei. Christian Reuter, das sind aber alles Helfer. Meschede. Wir haben unsere drei Jungs eigentlich ja vorne dabei. Nur ob Jünger jetzt nochmal rankommt, ist halt echt die Frage. Max Meyer kriegt auch kaum Unterstützung. Wir müssen Jünger jetzt mit einspannen. So,
So, ich hoffe mal vorne sind jetzt keine Attacken gekommen oder sowas. Ich sortiere gerade mal neu. Ich denke mal, da hat keiner was dagegen. Wir haben Hoffmann noch hier vorne dabei. Natürlich eine sehr übersichtliche Gruppe jetzt, was eigentlich ganz gut ist, weil man dann nicht dauernd um Positionen kämpfen muss. Alter Schwede, ist das bitter. Oskar Neuber wieder zweimal gestürzt, jetzt leider raus. Jetzt müssen wir doch ganz kurz mal... Ach, sehr gut. Sehr, sehr gut. Super. Er ist wieder da. Ist Meier noch dabei? Naja, leider nicht mehr. Schade. Also können wir ihn jetzt nicht mehr beschützen lassen. Aber super Leistung von Meier. Das muss man wirklich sagen. Ich markiere gerade mal die anderen Jungs, die dann alle mal automatisch machen können. Das sind jetzt eh unsere Helfer. Und dann haben wir jetzt drei Fahrer vorne in der 31-köpfigen Spitzengruppe. Hoffmann ist gerade ein bisschen weit zurückgefallen. Sind es jetzt noch. Und es sind noch 76 Kilometer. Und lustigerweise die Ausreißer... Achso, deswegen. Die Ausreißergruppe ist quasi schon aufgefahren worden. Deswegen ist die Gruppe jetzt überhaupt wieder gerade so groß geworden. Da sieht man die Reste der Ausreißergruppe. Alexander Christoph natürlich dabei. Okay, der Rennverlauf hätte schlechter für uns sein können. Hätte besser für uns sein können. Gerade aus Oskar Neubers Sicht, der heute auch eine gute Tagesform gehabt hätte. Das heißt natürlich immer in lauer Position. Wo ist Bayer? Er versucht jetzt gerade wieder vorne hinzufahren zu Robert Hoffmann. Er muss auf jeden Fall vor ihm fahren, damit er ihm Kräfte spart. Jünger hat jetzt natürlich schon ein bisschen Energie verballert, weil er die Lücke zufahren musste. Aber er musste jetzt ran oder eben er wäre nie wieder rangekommen. Schon sehr geil, Paris-Roubaix. Kostet natürlich extrem viel Kraft hier, das Rennen. Van Gestel ist zurückgefallen. Stop in the name of love. Nee, also mit Liebe hat das hier nichts zu tun, wirklich nicht. 21 Fahrer noch. Das Kopfsteinpflasterstück hat jetzt den Heinrich Hausler unter anderem rausgehauen. Boisson Hagen hängt hier am Ende. Luke Rowe dabei. Florian Sénéchal. Niki Terpstra, Jaron Thomas, jetzt kennt man natürlich alles. Denex Düber, Lars Bohm, Matthew Heyman, glaube ich, heißt der Craig van Avermaet. Also hier wirklich nur die Creme de la Creme überhaupt dabei. Reuter hat eine Reifenpanne. Da muss er sich jetzt leider selbst drum kümmern. Theoretisch könnten wir die Jungs auch rausnehmen aus dem Rennen, aber lassen wir trotzdem mal weiterfahren. Ich hoffe mal, dass da keiner sich mehr was bricht. Beziehungsweise es wäre wahrscheinlich sogar clever, die jetzt rauszunehmen, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, die kommen eh nie wieder vor. Wenn wir sie jetzt aus dem Rennen rausnehmen, dann stürzen sie auch nicht und brechen sich noch das Knick. Ich habe jetzt hoffentlich keinen unserer Topfahrer rausgenommen. Nee, alles gut, alles gut. So, wir haben drei Fahrer in einer 19-köpfigen Ausreißergruppe, mehr oder weniger, oder Spitzengruppe, Ausreißergruppe trifft das Ganze nicht mal. Es sind noch 61 Kilometer zu fahren. Es kommen noch ordentlich Kopfsteinpflasterstücke. Wir werden keine Attacke selbst kreieren, außer wir haben am Ende noch so viel Energie. Ansonsten haben wir natürlich für den Sprint Michael Jünger, allerdings haben wir da wahrscheinlich keine Chance, weil Alexander Christoph hier natürlich noch dabei ist. Jetzt geht da vorne aber gerade eine Tempoverschärfung. Cancellara. Ist aber ein bisschen früh, oder? Ich glaube, er wollte das auch gar nicht. Nee, nee, er hat wieder rausgenommen. Das wäre jetzt auch... Deswegen habe ich nicht reagiert. Das wäre nicht so sinnvoll gewesen. Ich glaube, er hat einfach nur das Tempo erhöht auf dem Kopfsteinpflaster und ist dann... Ich glaube, er hat gerade den Motor angeworfen, oder? Ich meine, es ist ja mehr oder weniger bewiesen, dass Cancellara das mal gemacht hat. So, Position auf jeden Fall halten da vorne. Hoffmann wird weiterhin beschützt von Bayer. Oh, 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 oh. Boah, Alter, was ein Geholper.
Position halten. Jünger ist auch noch mit dabei, aber Hoffmann ist heute der Stärkste. Das ist der Fahrer, auf den wir uns konzentrieren müssen. Muss man jetzt auch hochkonzentriert bleiben. Ich nutze gerade mal dieses Stück, um es ein bisschen schneller zu stellen. Hier geht es dann schon wieder weiter. Was ein Geruckel, Mann. Hoppel, 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 galoppel, galoppel. Okay, okay, ruhig, 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 auf. Ruhig, ruhig, Brauner, ruhig. Okay, Hoffmann ist echt gut drauf. Cancellara hier vorne. Natürlich immer noch ein 81er Wert auf dem Kopfsteinpflaster. So, die anderen Jungs müssten jetzt raus sein. Jo, die stehen still. Da fliegen wir wieder nach vorne. Finde ich eigentlich ganz cool gemacht inzwischen, dass das so cool funktioniert. Hier ist nur ein ganz kurzes Kopfsteinpflasterstück, noch 42 Kilometer, 19 Fahrer immer noch dabei. Wer ist denn jetzt rausgefallen? Godin und Vandenberg. Tempo ist jetzt relativ raus. Wir sind immer noch in vorderster Position. Das müssen wir jetzt auch sein. Bringt nichts, hier hinten zu fahren. Dann hängst du wieder im Feld fest und das war's für dich. Cancellara fährt sehr viel von vorne, hat jetzt auch seinen nächsten Helfer verloren. Stefan Bayer holt uns gerade nochmal schnell ein Wasser. Ja doch, komm, hau rein, Junge. Dranbleiben. Okay, alles gut, alles gut. Alles noch wirklich im Rahmen, alles gut. Bayer bringt das Wasser vor. Jawohl, ohne zu treten hat er auch wieder den Motor angehauen, angemacht. So, Thwaites macht jetzt hier nur nochmal Führungsarbeit, obwohl er eigentlich schon platt ist. In der Attacke. Van Avermaet und Christoph. Boah, da können wir eigentlich nicht mitgehen. Kann eigentlich nur Jünger mitgehen. Man muss auch mitgehen. Eieieiei. Okay, ziehen die es hier durch. Fuck, die gehen nochmal Attacke. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo ist Robert Hoffmann? Da ist Robert Hoffmann. Muss jetzt da vorne zur Gruppe hinfahren. Die nehmen wieder raus, oder? Boah, sowas zermürbt natürlich. Und Bayer ist raus. Komm, da fährst du nochmal hin, Junge. Gehen vorne die nächsten Attacken. Lars Bohm, Seneschall. Scheiße, die nächste Attacke ging schon. Boah, Mann, Mann, Mann. Die Attacken passieren hier tatsächlich nicht auf den Kopfsteinpflasterstücken, sondern irgendwie dazwischen. Das ist ein bisschen merkwürdig. So, wer ist vorne? Alexander Christoph. Ich glaube nicht, dass Bayer noch mal rankommt. Achso, ja. Ist jetzt relativ übersichtlich geworden. So, Christoph vorne. Die Gruppe ist wieder zusammen. Ja, kommt direkt das nächste Kopfsteinpflasterstück. Es sind nur noch 24 Kilometer. Also die Entscheidung wird jetzt hier gesucht. Hilft kein Trödeln mehr. Allerdings, wenn jetzt keiner im Christoph hinterherfährt. Aber ich glaube, auch der ist dann platt. Der nimmt vorne auch Tempo raus. Das ist kein besonders großer Abstand, den er hier hat. Jetzt da vorne schon wieder aufs nächste Kopfsteinpflaster.
natürlich vorne dabei sein. Jünger ist auch noch dabei. Das könnte eine Attacke werden von Sepp van Marke. Okay, war aber nur kurz gezuckt. War nur kurz gezuckt, sind noch 17 Kilometer. Boah, ist jetzt ein langes Stück hier. Aber wir können es nicht durchziehen. Wir sind auf jeden Fall in vorderer Position. 16 Fahrer noch dabei. Jetzt schauen sie sich hier alle an, warten, bis der nächste attackiert. Das sind 16 Kilometer. Das Kopfsteinpflasterstück ist relativ lang. Mal schauen, ob einer reagiert. Ja, ne, die fahren mit. Okay. Der zieht's durch. Okay, war nur kurz, war nur kurz. Alter Schwede, bin ich gerade nervös. Jünger kommt da, glaube ich, nicht andersrum. Sorry. Oh fuck, jetzt hätte ich beinahe falsch rum gemacht. Ist jetzt auch gerade da rausgefallen aus der Gruppe. Ja, okay, jetzt könnte er wieder. Komm schon, auf jeden Fall dranbleiben, Hoffmann. Okay, Tempo ist raus. Es sind noch 13 Kilometer. Hä? Na, da kommen jetzt nur noch Attacken. Aber das ist keine besonders gute. Jünger hat eine gute Beschleunigung. Hoffmann darf natürlich jetzt nicht zurückfallen. Halt das Tempo hoch. Fahren die vorbei, alter Schwede. Es sind noch 4,4 Kilometer. Wenn ich jetzt Tempo rausnehme, kommen die hinten wieder ran. Jünger ist leider in A1 rausgefallen. Robert Hoffmann vorne in der Gruppe. Kommen die hinten wieder ran? Ich glaube ja, ja. Und im Sprint haben wir mit Robert Hoffmann leider keine Chance. Wir müssen das Ding von vorne fahren. Komm, sprinte, was das Zeug hält. Okay, die anderen sprinten vorbei. Aber das wird eine gute Platzierung. Alter Schwede. Ah, vierter Platz. Vierter Platz. Ach, verdammt. Christoph Stenek Stüber. Okay. Ach, schade. Schade, schade, schade. So, wenn wir natürlich mit Jünger vorne noch drin gewesen wären. Aber der war heute nicht ganz so stark drauf wie Robert Hoffmann. Verdammt, aber das habe ich ja gesagt. In den letzten Metern, da fehlt es einfach noch so ein bisschen. Ach, die fahren direkt rechts rein. Sehr schön. Ach, fuck, ey. Ah, das war jetzt mega spannend gerade. Also zumindest für mich.
Vierter Platz. Also Greg van Avermaet gewinnt, Alexander Kristoff, Zdeněk Stuba auf 3, Robert Hoffmann auf 4, Lars Boom auf 5. Wir haben leider Oskar Neuber verloren, der sich wahrscheinlich etwas schlimmer verletzt hat. Unsere Kopfsteinpflasterfahrer sind einfach nicht wirklich gesegnet. Sepp Vanmarcker auf 12, Cancellara auf 11, aber da haben wir uns echt gut geschlagen. Ich meine, Peter Sagan wird 19. Da sieht man mal, wenn man einen schlechten Tag hat, hat man hier direkt verloren. Robert Hoffmann auf Platz 4. Ich bin da sehr zufrieden mit. Stefan Bayer auch noch auf Platz 17 reingefahren, darf man nicht vergessen. Haben wir gerade so ein bisschen unterschlagen. Also unsere, ja, von den vier Spitzenfahrern haben wir drei auf jeden Fall in die Top 20 gebracht. Einen fast aufs Podium. Wir haben die Top 3 knapp verpasst, was der Sponsor vorgegeben hat. Aber ich finde, vierter Platz ist schon extrem gut. Die Attacken zum Schluss sind echt schwierig, weil das auch immer, man kann jetzt nicht 100% sagen, dass der Spieler da auch, der Teamchef, wie ich ja immer genannt werde, dass man es auch immer so 100% steuern kann. Das bedeutet, wenn man 17. wird, hat man es gut gemacht oder schlecht gemacht wird, und wenn man 4. wird, hat man es gut gemacht. Das ist immer auch ein bisschen Glück und Pech dabei, wie halt auch in der Realität. Du gehst die Attacke mit, die Attacke wird dann allerdings nicht zu Ende gefahren, die nächste Attacke gehst du nicht mit, weil du ein bisschen Kraft sparen willst, und die geht dann durch. Und dann hast du schon verloren. Das ist halt wirklich immer so, wie man so schön sagt, ein Wabonk-Spiel. Und ich glaube, es war ganz gut, dass wir die anderen Fahrer rausgenommen haben. So, da sehen wir es nochmal. Wir waren natürlich vorne im Sprint. Die emotionslosen Kameramänner. Da waren wir noch auf Platz 2. Jetzt kam allerdings dann natürlich Alexander Kristoff noch rum. Wir hatten auch die Innenbahn, was natürlich gut ist eigentlich. Aber Robert Hoffmann ist nicht endschnell genug. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Da waren wir sogar noch in Führung. Aber ich musste das Tempo weiterhin hochhalten dann. Ansonsten wären die hinten wieder rangefahren und dann hätten wir im Sprint natürlich gar keine Chance gehabt. Da sind wir nochmal, sind die Jungs mal durcheinander gefahren. Er hat den Sprint auch als allererstes angezogen, hatte also wirklich noch am meisten Kräfte. Glückwunsch Greg van Avermaet, der Olympiasieger, gewinnt also auch Paris-Roubaix. Und wie gesagt, wir können mit dem vierten Platz mehr als zufrieden sein. Das war bislang echt mein Highlight. Das hat echt richtig Spaß gemacht. So, van Avermaet meistert die Hölle des Nordens. Herzlichen Glückwunsch. John Degenkolb natürlich gute Besserung auf jeden Fall. Und jetzt schauen wir mal, was Oskar Neuber denn so passiert ist. Da sehen wir, wie viele Fahrer. Achso, außerhalb der Zeit. Aufgabe. Was ist Oskar Neuber passiert? Schlüsselbeinbruch. Anfang Mai ist er wieder da. Ja, ist jetzt nicht ganz so dramatisch, weil er jetzt die nächsten Wochen und Monate sowieso nicht zum Einsatz gekommen wäre. Wir sehen, er ist jetzt eh schon leicht absteigend in Form. Ist also zu verkraften, aber natürlich wollen wir das nicht haben. Er hätte vor allem auch gute Chancen gehabt, auch in die Top 20 zu fahren. Vor allem hätten wir auf den letzten Kilometern dann vielleicht auch für Michael Jünger noch einen Helfer gehabt, der im Endeffekt im Sprint dann, wie man hier ja auch sieht, die besseren Karten gehabt hätte. Aber gut, Glückwunsch Robert Hoffmann, vierter Platz Paris-Roubaix, das kann man sich durchaus mal auf den Briefkopf schreiben. Ich mache mir mal einen Kaffee, ziehe mir mal ein Jäckchen an, weil es gerade auch wieder kalt geworden ist hier drin, was ich gar nicht gemerkt habe, bis eben gerade. So, ich bin's zufrieden, wir sehen uns wieder, dann geht's zum De Brabantse-Pijl. Da können wir vielleicht, ich weiß nicht, ob wir es selber steuern, das ist ein 1HC-Rennen, wir können es vielleicht auch mal simulieren, dann haben wir nämlich genug Kopfsteinpflaster gehabt. Dann machen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall das Amstel Gold Race, Tour of Croatia werden wir simulieren. Flech Wallon, Lüttich, Bastogne, Lüttich, das sind die nächsten Rennen, kennt man alle, bis auf die Tour of Croatia, aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Da machen wir vielleicht den De Brabantse-Pijl auch, der geht relativ schnell, da brauchen wir achtfache Geschwindigkeit rein und konzentrieren uns dann wirklich auf das Finale und machen dann noch das Amstel Gold Race in der nächsten Folge. Ich sag Dankeschön fürs Schauen, ich fand es wie gesagt spannend, mir hat es extrem viel Spaß gemacht und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge beim Team Eurosport. Bis dann.